Liebe Gemeinde, ich darf euch ganz herzlich begrüßen, jede einzelne Familie in ihrem Wohnzimmer. Schade, dass die Umstände so sind, aber ich freue mich, dass ihr mir das Vertrauen aussprecht oder die Aufgabe gegeben habt, heute bei euch zu predigen. Hätte ich natürlich auch lieber gemacht vor Publikum als nur hier vor einer Kamera, aber ich hoffe, dass ich euch trotzdem dienen kann damit, dass Gott zu euch spricht. Und ja, für alle, die mich noch nicht kennen, da ich ja relativ neu bin in der Gemeinde, Matthias Endres mein Name, bin 29 Jahre alt, verheiratet und ja, seit Ende letzten Jahres, Oktober, besuchen wir die Bibelgemeinde und sind hier sehr glücklich. Früher war alles besser. Alles viel, viel besser. Früher war alles besser. Mit diesem nicht ganz ernst gemeinten Refrain von einer deutschen A cappella Musikgruppe möchte ich meine Predigt beginnen, weil die Geschichte, die ich heute anschauen möchte, die ich mit euch behandeln möchte, die das genau die Hauptperson genau in so einer Situation ist, wo man denkt, früher war doch alles besser. Und vielleicht geht es dir ja genauso. Vielleicht sagst du auch, vor Corona war doch alles deutlich besser. Und vielleicht wünschst du dir auch wieder eine Situation zurück, ohne Maske, ohne Abstand, mit realen Gottesdiensten. Und ich möchte heute nicht über Corona predigen, sondern über eine Person, die auch aus einer guten Situation kam und dachte früher, oder vermutlich dachte früher, war alles besser, aber die Gott gebraucht hat in der jetzigen Situation. Und ich hoffe, dass es uns, dich und mich, einen neuen Blick auf die ganze Situation werfen lässt und dass wir Mut und Hoffnung schöpfen. Ich möchte zu Beginn den Text vorlesen aus Apostelgeschichte 8, ab Vers 1b. An jenem Tag entstand aber eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Gottesfürchtige Männer aber bestatteten den Stephanus und stellten eine große Klage über ihn an. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging, und er schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Die Volksmenge achtete einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus, mit lauter Stimme schreiend. Und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt und es war große Freude in jener Stadt. Ja, wie war die Situation von Philippus? Wir lesen hier im ersten Satz an jenem Tag. Wie war denn die Situation vor diesem jenem Tag? Wir befinden uns hier ganz am Anfang der Apostelgeschichte, der Beginn der Gemeinde. Und an Pfingsten war aus verängstigten Jüngern mutige Zeugen Jesu Christi geworden. Sie hatten den Heiligen Geist empfangen und sie hatten sich getraut, vor die Tür zu gehen, ihre gewohnten Räume zu verlassen und den Menschen davon zu erzählen, dass Jesus Christus der Retter der Welt ist. Und sie hatten erlebt, dass Tausende sich bekehrten, dass eine Gemeinde entstand, dass innige Gemeinschaft entstand. Ich möchte beispielhaft dafür drei Stellen lesen, die das deutlich machen. Aus Apostelgeschichte 2 die erste, den Vers 47. Sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. In Kapitel 4 lesen wir Vers 32. Die Menge derer aber, die gläubig wurde, war ein Herz und eine Seele. Ja, was für eine Situation von Gemeinde. Vielleicht würden wir das
mit Traumgemeinde heute überschreiben, eine bombastische Situation an Superlativen vielleicht gar nicht zu übersteigern. Täglich kommen Menschen zum Glauben. Tausende Bekehrte an einem einzigen Tag. Die Gemeinschaft beschrieben als ein Herz und eine Seele. Eine Gemeinde, die inzwischen Tausende umfasste, und trotzdem noch wird sie beschrieben als ein Herz und eine Seele. Vielleicht noch den Vers 44 aus dem zweiten Kapitel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Ja, was für eine super Gemeinschaft. Man hatte alles gemeinsam, man teilte es, keiner hatte Not zu leiden. Das war doch klasse. Und jetzt plötzlich in Kapitel 8, an jenem Tag entstand eine große Verfolgung. Die Situation kippt. Und vielleicht ist das bei dir ähnlich. Die Gemeinde wurde gefühlt täglich größer. Gottes Wort stand an der ersten Stelle. Die Gemeinschaft war innig, als du hier in die Bibelgemeinde kamst. Vielleicht hast du das genauso erlebt. Vielleicht hast du dich gefreut über tolle Gemeinschaft bei Gemeindeaktionen, untereinander, bei den Gottesdiensten sonntags. Vielleicht hast du dich erfreut über begabte Brüder und Schwestern, die ihren Dienst taten und die Gottes Wort dir auslegten. Und vielleicht sagst du, ja, Gemeinde war so, wie ich sie mir gewünscht habe. Und dann kam Corona und alles wurde anders. Jetzt sind wir in einer Situation, wo Gottesdienste hier bei uns verboten sind. Gemeinde muss auf Distanz stattfinden und alles ist deutlich schwieriger geworden. Und wäre es da nicht eine vernünftige Reaktion zu sagen, okay, wir tauchen mal ab, wir verkriechen uns und warten, bis das Jahr vorbei ist. 2022 wird alles besser oder im Sommer wird alles besser. Irgendwie aussitzen, verschwinden, untertauchen, in Deckung gehen. Ja, das hätte die Gemeinde, die Geschwister, die jetzt in dieser Verfolgungssituation in Jerusalem waren, auch tun können. Aber wir sehen hier beispielhaft einen Philippus, der ganz anders reagiert. Wir sehen aber auch, dass manche bleiben. Das heißt, dass die Apostel in Jerusalem bleiben und vermutlich bleiben auch einzelne Geschwister in Jerusalem. Aber es ist nicht mehr das Gleiche wie vorher. Es ist nicht mehr die große Gemeinde. Es ist nicht mehr ein unbeschwertes Zusammensein. Wir lesen, dass Saulus der Reihe nach Männer und Frauen ins Gefängnis schmeißt. Ja, am nächsten Sonntag wieder ein paar Leute weniger. In der nächsten Bibelstunde sind wieder ein paar Leute weniger. Sie mussten fliehen oder sind ins Gefängnis gekommen. Aber dann gibt es mutige Leute, die sich trauen, den Stephanus zu bestatten. Ja, Stephanus, das war doch der Ausleser für diese Verfolgung. Stephanus hatte gepredigt und Christus auch als den Retter verkündigt, aber er war auf taube Ohren gestoßen, beziehungsweise auf verhärtete Herzen, und die Volksmenge, aufgewiegelt von den Obersten, brachte Stephanus um, sie steinigten ihn. Und das ist ja gerade die Situation, die gerade passiert ist. An diesem Tag, darauf folgend, folgt eben diese große Verfolgung. Und es scheint in Jerusalem einige Leute gegeben zu haben, die den Mut hatten, Stephanus zu bestatten und ihn zu betrauern, wie es da heißt, zu beklagen. Ja, und dann gibt es die, die zerstreut werden. Das wird gleich zweimal erwähnt. In Vers 1 direkt, dass sie nach Samaria zerstreut wurden, und in Vers 4, dass sie umhergingen und das Wort verkündigen. Dass sie Zeugen für Christus sind, dort, wo sie hingestellt werden. Und ich finde das mutmachend. Ich finde, das sollte unseren Blick auf Situationen, die uns nicht passen, ändern. Das sollte unsere Einstellung ändern. Hier finden wir Christen, die mutig weitermachen, und ganz besonders eben diesen Philippus. Der wird uns jetzt von Lukas genauer dargestellt, nachdem er die ersten Sätze zusammenfassend waren, so wie das typisch für Lukas ist, um immer mal wieder einen Gesamtüberblick zu geben, konzentriert er sich jetzt auf Philippus. Und Philippus selber läuft los auf der Flucht als griechischer Jude, der sich bekehrt hatte, war scheinbar eher besonders betroffen von der Verfolgung. Vermutlich konnte man die besser
erkennen von jüdisch, unterscheiden von jüdischen Christen, waren von Kultur und Sprache her sicherlich anders, wie wir von Pfingsten her wissen. Und ja, er ist betroffen, er fürchtet um sein Leben, muss um sein Leben fürchten und er verlässt Jerusalem und geht in eine Stadt Samarias. Dort, wo die Juden nicht freiwillig hingingen, wo man einen großen Bogen drum machte, weil Samaria waren Verachtete, waren die Feinde. Dort geht Philippus hin und predigt ihnen den Christus. Ja, wer ist dieser Philippus und was hat er für eine Ausbildung genossen, dass er hier so mutig vorangeht und nach Samaria geht und predigt und die Volksmengen auch zuhören? Er hat gar keine Ausbildung genossen. Wir lesen das erste Mal von ihm, als die Gemeinde in Jerusalem ein Problem hat, ein Streit entsteht, weil Leute vergessen werden. Die Apostel sagen, wir sind so groß geworden, wir brauchen Hilfe. Und sie schauen sich nach fähigen Männern um und sie finden den Philippus, der ein gutes Zeugnis hat, der sich irgendwie hervorgetan hat und der die Apostel unterstützen soll, dass alle immer gleich viel bekommen, wenn es Mahlzeiten sind, dass niemand vergessen wird. Die haben Gemeinde sehr intensiv gelebt und viele waren eben vielleicht gar nicht aus Jerusalem und mussten irgendwie ernährt werden. Und da hatte Philippus eine wichtige Aufgabe. Aber bislang stand er ganz klar im Schatten der Apostel und ja, durfte unter ihrem Schutz, ihrer Deckung arbeiten. Bislang war auch Feindschaft nur gegen die Apostel ausgegangen. Wir lesen, dass sie vor den Hohen Rat sich verantworten mussten, dass sie auch schon mal geschlagen wurde. Aber die Gemeinde, so hat man den Eindruck, ist davon alles bislang verschont geblieben. Und das ändert sich jetzt, aber es hält Philippus nicht auf. Nein, er kommt aus seiner Deckung hervor und er predigt Christus. Ja, woher nimmt Philippus seinen Mut? Wie kommt er dazu, so aus dem Schatten zu treten, aus der Deckung heraus und plötzlich Verantwortung zu übernehmen? Und ich glaube, ein Schlüssel dazu ist im Deutschen etwas versteckt, die Worte, die hier Lukas verwendet. Lukas schreibt ja inspiriert vom Heiligen Geist und Gott als Autor kann mit Sprache ja noch viel besser umgehen, als der beste menschliche Autor es kann. Und wir finden hier eigentlich drei Perspektiven in dieser Einleitung von Kapitel 8, wie die Situation anzusehen ist. Wir finden die diabolische, die teuflische Perspektive in Vers 3. Da heißt es, Saulus aber verwüstet die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging und er schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort und überliefert sie ins Gefängnis. Saulus aber verwüstete oder zerstörte, völlig plattmachend ist hier gemeint. Und das ist das, was der Teufel vorhat, was sein Ziel ist und was er mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, probiert immer wieder zu unternehmen. Hier benutzt er Saulus, wir kennen ihn später als Paulus, nach seiner Bekehrung benutzt Gott ihn, aber hier ist er in den Fängen des Teufels und kämpft gegen die Gemeinde und hat wirklich vor, sich vollständig zu vernichten, platt zu machen, kaputt zu machen, dass so viel übrig bleibt wie von dem Merkurhaus hier nebenan. Das ist die diabolische Sicht. Das ist das, was der Teufel uns aufdrängen möchte. Und wie oft geht uns das vielleicht auch in schon viel kleineren Situationen, vielleicht schon allein nur bei Corona so, dass wir uns ja da auf diese Sicht konzentrieren und sagen, ja, der Teufel, der kämpft, der macht alles kaputt. Ja, und die Bibel redet das nicht klein, das ist hier so. Aber sie zeigt uns auch weitere Perspektiven. Dann ist da die Perspektive der großen Verfolgung. Das ist die menschliche, das ist das, was sie wahrnehmen. Sie wissen nicht, dass ein Saulus die Gemeinde zerstören will. Sie spüren das, sie müssen sich zerstreuen, sie müssen gehen. Sie müssen lernen, damit zu leben. Manche bleiben, manche kommen ins Gefängnis oder wir sehen einen Stephanus, manche sterben auch. Aber das ist das, was wir erleben. Und dann sehen wir, im Deutschen ganz besonders versteckt, die göttliche Perspektive. Hier steht nämlich gleich zweimal, dass das Ergebnis ist die Zerstreuung. Die Gemeinde wurde zerstreut und in Vers 4 die Zerstreuten nun. Und dieses Wort, was im Deutschen so hart klingt und ja, sagen, das Wort
das man benutzt, wenn ein Sämann aufs Feld geht, ein Landwirt und sein Weizen aussät oder sonst irgendwas aussät und Neues schaffen möchte. Das ist also gar nicht ein Wort, das planlose Verzweiflung ausdrückt, sondern vielmehr, dass ein Plan dahinter offenbart, ein Bild uns vor Augen malt, wo jemand hingeht, um etwas Neues zu schaffen. Und ich glaube, das ist die göttliche Perspektive. Und die, glaube ich, kann uns Mut geben, sollte uns Mut geben, uns auch in schwierigen Zeiten oder gerade in schwierigen Zeiten herausfordern zu lassen und von Gott gebrauchen zu lassen. Sicherlich wird der Philippus das erst im Rückblick verstanden haben, dass er Teil von Gottes Plan war, neue Gemeinden zu gründen, neue Menschen für Jesus Christus zu gewinnen. Das hat er vermutlich, als er losging, gar nicht so großartig auf dem Schirm gehabt. Er war erstmal ein Verfolgter, jemand, der auf der Flucht war. Aber aus Gottes Perspektive ist da ein Plan hinter, ist da jemand, der aussät, um Neues zu schaffen und dafür uns gebraucht. Und ich glaube und hoffe, dass das auch die Perspektive ist, die wir durch Gottes Gnade immer wieder einnehmen können. Dass wir merken, ja, Corona bedrängt uns oder vielleicht auch andere Sachen sind, bedrängen uns und machen uns zu schaffen, aber durch Gottes Pläne hindurch können wir Neues schaffen, können wir Sachen zum Guten beisteuern, können wir Gemeinde neu bauen. Ist Philippus jetzt ein übermäßiger Held, indem er ja, den Samaritern das Wort Gottes predigt? Ist er übermenschlich begabt? Ja, er hat den Heiligen Geist. Aber schauen wir in den Text. Was macht Philippus? In Vers 5 lesen wir kurz und knapp, was Philippus jetzt, wo die Verfolgung eingesetzt hat, tut. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Er geht hinab und er predigt. Er lebt sein Christsein einfach praktisch. Das, was er in Jerusalem bei den Aposteln erlebt hat, das tut er auch. Und das ist nichts Übermenschliches, das ist nichts Außergewöhnliches. Ja, das erfordert unseren Mut, aber Gott befähigt uns und Gott beauftragt uns. Und den Rest ist eigentlich das, was Gott tut. Wir lesen in Vers 6 weiter. Volksmenge achtet einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde. Und das bewirkt Gott. Das tut nicht Philippus, nicht dadurch, dass er redegewandt ist, sondern Gott öffnet den Samaritern das Herz, die Ohren und sorgt dafür, dass sie zuhören. Und Gott selber offenbart sich und stellt sich zu Philippus, indem er ihn Zeichen tun lässt, die die Worte, die er sagt, unterstreichen, sodass Kranke gesund werden, dass unreine Geister ausgetrieben werden, Leute, die nicht laufen können, können plötzlich wieder laufen. All das geschieht durch Philippus. Aber das tut Gott. Das macht Gott. Und Gott stellt sich zu den Leuten, die ihn bezeugen, die mit ihm leben und die einfach ihr Christsein ausleben. Und jetzt stellt sich die Frage, wie ist das mit dir? Was hat das jetzt dir zu sagen? Was hat das uns zu sagen? Vielleicht haben wir den Auftrag, wie die gottesfürchtigen Männer, vor Ort zu bleiben, den Stephanus zu bestatten, die Verfolgung zu ertragen, zu sehen, dass Gemeinde sich verändert und trotzdem auch in Jerusalem weiterhin ein Zeugnis zu sein. Oder wie die Apostel, die auch vor Ort bleiben. Die sehen, ja, die Zeiten haben sich geändert, aber die weiterhin mutig zu ihrem Glauben stehen, die ihr Christsein weiterhin bekennen. Oder vielleicht sollen wir wie ein Philippus handeln, hingehen, kreativ werden, indem wir einfach neue Wege und Orte aufsuchen und Christus auch dort predigen. Die Frage ist, wo will Gott dich gebrauchen? Bleiben oder gehen? Beides ist möglich und beides stellt die Bibel auch als gut dar, wenn wir denn es in Christus Namen tun, in Jesu Namen tun, mit seinem Auftrag. Und das Ergebnis ist auch immer unterschiedlich. Was ist der Unterschied zwischen Philippus und Stephanus? Beide predigen, beide tun Wunder durch des Herrn Hand
Und der eine erlebt Erweckung und der andere wird gesteinigt. Aber in Gottes großem Plan ist Stephanus' Tod der Auslöser dafür, dass viele neue Gemeinden entstehen. Und er darf dann beim Herrn sein. Was die Folgen bei dir sind, das weiß ich nicht. Aber ich kann dir Mut machen, diese Frage zu bewegen und dich zu fragen, wo Gott dich gebrauchen möchte. Wir haben das getan und ja, wir haben von Gott den Auftrag bekommen zu gehen. Vielleicht ist dein Auftrag zu bleiben, ich weiß das nicht, aber ich weiß, dass Gott dich stärken möchte und dass Gott dich auf jeden Fall gebrauchen möchte. Und wenn deine Aufgabe bleiben ist, dann heißt es in der jetzigen Zeit nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern zu fragen, ja, wo kann ich jetzt Christus verkündigen? Wo ist vielleicht jetzt in der Corona-Zeit die Möglichkeit, jemanden einzuladen zu sich nach Hause, um irgendwie einen Gottesdienst, eine Predigt anzuhören oder jemanden einfach nur an einem Gottesdienst teilnehmen lassen, in seinen eigenen vier Wänden, anonym. Vielleicht ist das für manch einen ein kleinerer Schritt, als in einen Gottesdienst zu gehen. Vielleicht ist es einfacher, mit jemandem sich online auszutauschen über die Botschaft der Bibel, als im realen Miteinander. Vielleicht hat er dort weniger Angst, verspottet zu werden oder die Fragen irgendwie komisch zu stellen. Manchmal bietet das eben auch Chancen. Da möchte ich uns ermutigen, kreativ zu werden und zu gucken, wo wir in der jetzigen Situation uns von Gott gebrauchen lassen können, wo wir neue Gemeinden gründen können. Und vielleicht können wir auch noch weitergehen. Wir haben gesehen, wie in Jerusalem die Gemeinschaft unter den Christen wahnsinnig innig war, wie das etwas ganz Besonderes war. Und jetzt geht Philippus, aber er will nicht einsam bleiben und er sucht neue Christen oder Christen bekehren oder Menschen bekehren sich, werden Christen und er sucht die Gemeinschaft mit denen. Und vielleicht können wir jetzt in kleineren Zellen viel intensiver Gemeinschaft leben, als es in der großen Versammlung manchmal möglich ist. Vielleicht ist die Hemmschwelle, jemanden einzuladen, kleiner, wenn man eh schon eine Person zu sich, einen Haushalt zu sich eingeladen hat und Gottesdienst mit ihm feiert. Vielleicht können sich dadurch ganz neue Beziehungen auch knüpfen und kann auch Gott das gebrauchen. Wie Gott sich offenbart und was sein Plan mit deinem Leben ist, das verrät er uns nicht immer. Aber wir können sicher sein, dass es diesen Plan gibt und uns gebrauchen lassen. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben gesehen hier, mitten in diese traumhafte Situation in Jerusalem, Tausende bekehren sich, Gemeinde lebt Gemeinschaft, so wie wir uns das wünschen, kommt plötzlich hier diese Verfolgung. An einem Tag, von jetzt auf gleich, ändert sich alles. Aber es ist in Gottes Plan, ist es das Aussehen vieler kleiner, neuer Gemeinden, die alle ihn ehren und wo sein Name groß gemacht wird. Und vielleicht ist das auch für uns eine Chance, dass wir aus dem Schatten heraustreten. Ein Philippus, bis dahin als Diakon sicherlich nicht völlig unbekannt, aber wir sehen hier, Philippus ist auch nur einer von vielen, kann man sagen. In Vers 4 wird es allgemein beschrieben, dass viele gehen und dann wird Philippus herausgepickt, der jetzt die Verantwortung übernimmt, der jetzt aktiv wird. Ja, wir können uns jetzt nicht mehr in den großen Gemeindestunden verstecken. Es reicht nicht, am Sonntag zu kommen und irgendwo im großen Pult zu verschwinden. Nein, jetzt ist der Einzelne gefragt, genau wie hier bei dieser Verfolgung. Da möchte ich uns Mut machen und auffordern, dass wir diese Chance nutzen, dass wir kreativ werden, du und ich, und Möglichkeiten suchen, Gemeinschaft zu leben, Christus zu predigen und uns einfach von Gott gebrauchen zu lassen.